Ja, meine lieben Freunde, wir sind hier auf der Gamescom. Haben natürlich jetzt schon einiges gesehen. Ja, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Wir sind Gamescom. Wir sind auf einer SMM-Messe. Was? Ich glaube, wir sind auf einer SMM-Messe. Nein, 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 so. Gamescom. Wir sind jetzt hier in dem Halle 5. Bist du fertig da? Ich bin fertig, gut. Ja. Bin der Mosch hat immer Durst, der hat immer Durst. Wir waren jetzt schon bei, wie ihr seht, Black Ops 3. Black Ops 3 gab es jetzt, ja, dieses Jahr gab es da so ein paar T-Shirts. Aber erstmal so zum Spiel. Mosch, sag mal was. Spiel. Also alle werden wahrscheinlich jetzt denken oder haten, ne, AW2, nur halt im Black Ops 2-Style ist nicht so. Dieses ganze Gehype um Rust-Jumps und Wallrunning. Wallrunning ist eigentlich für mich eigentlich gar kein großer Vorteil. Es ist nicht leicht, also man muss es erstmal richtig üben oder halt, ich würde es empfehlen, wenn einer das Spiel startet, spielt erstmal 2-3 Runden, Alter, auf einer privaten Lobby, übt das erstmal, weil so oft wie wir da runtergefallen sind, also es ist zwar leicht an die Wand zu kommen, aber dann wieder von A nach B irgendwo reinzuspringen und so, ist gar nicht mal so einfach. Es spielt sich viel mehr auf dem Boden ab, also da kann ich schon mal die ganzen Spieler mal beruhigen. Es ist also echt mehr so an Black Ops 2, Black Ops 1 angetastet. Das der einzige Negativ, wo sich viele wahrscheinlich erstmal umgewöhnen müssen, ist, es gibt keine Zähigkeit. Nicht mal als Perk, nicht als Fähigkeit. Es ist halt wie bei Black Ops 1, wenn du angeschossen wirst, verzieht die Waffe halt so um 2-3 Klicks nach oben auf jeden Fall oder zur Seite, halt darauf an, wo du angeschossen wirst. Wird auf jeden Fall für eine große Umstellung für viele sein. Also die ganzen, sage ich mal, Leute, die immer einfach nur draufhalten und nicht bursten, die werden halt da keine großen Sachen, ganz großen Feeds reißen. Ich empfehle euch nur, wenn ihr das Spiel noch mal in die Tage testet, oder geht es darum, burstet mehr, nehmt auch keine übertriebenen Waffen mit, keine MLGs oder keine Snipergewehre, MPs, Sturmgewehre erstmal nur testen, weil sonst irgendwie spielt ihr das Spiel, ihr verkackt nur und dann hatet ihr das Spiel schon vorher. Weil ich finde, der Hater hat es nicht verdient. Für mich ist es halt ein Black Ops 2, so im neuen Style mit ein paar neuen Features. Ich fand es recht gut. Die Perks sind ausgeglichen, du kannst jedes Perk, was übertrieben stark ist, kontern mit einem anderen Perk. Muss man sich halt überlegen, ob man was machen möchte oder nicht. Ich würde es tun, zum Beispiel das Perk, das habe ich auch bei mir in der Abschlusscam gesehen, hatte ich im ersten Spiel, das war glaube ich, Herrschaft, oder? Das erste Spiel, Herrschaft war das erste Spiel. Das erste war Herrschaft, ja. Herrschaft, da hatte ich halt das Perk kaltblütig drin und da habe ich gesehen, dass ein Gegner hinter mir mich gekillt hat und das Perk Tracker drin hatte. Tracker ist eigentlich ein Perk, wo du halt, wenn du langläufst, halt rote Fußspuren hinterlässt, die der Gegner dann sehen kann. Mit dem Perk kaltblütig kannst du das kontern, genauso wie alle haben ja Black Ops 2, Black Ops 1 Geist verhurt oder verruchen, würde ich mal sagen. Ich empfehle euch, spielt bei dem Spiel mit Geist, auch wenn es euch einen Perk-Platz kostet, weil die Drohne ist hier so stark, die kann man schon fast mit einem Orbitalsatelliten vergleichen. Die ist permanent in Einsatz, du wirst alle 2 Sekunden auf der Minimap angezeigt. Also alle, die sagen, alle nur Noobs oder Leute, die keine Ahnung spielen mit Geist, Alter, spielt ruhig ohne Geist, ihr werdet im Spiel versagen. Ansonsten Spielgefühl, Bombe, Atmosphärika, 3-Wege-Systeme, Maplauf. Ich muss auch sagen, das Spiel hat mir ganz gut gefallen. Ich hab am Anfang gedacht, dass es so ein bisschen, dass man sich sehr stark dran gewöhnen muss, aber ich fand es, man kam ganz gut rein. Ich habe auch in der ersten Runde ganz gut abgesahnt, muss ich sagen. Das Aimbot dann, aber keine Ahnung. Ah ja, ja, ja. Da hatte ich dann schönes 39-14. Das war schon ganz gut, so für die erste Runde, neues Spiel. Und die zweite Runde lief dann nicht so gut. Aber wie gesagt, das Spiel hat Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall in Ordnung. Es war wirklich dieses ganze Gejumpe und den ganzen Kram. Den gab es wirklich nicht. Den braucht man auch gar nicht, weil es relativ schwierig ist. Also es ist jetzt nicht man muss zwar Doppeltap machen, aber teilweise, wenn man ein bisschen höher fliegen will, muss man dann halt auch die X-Taste gedrückt halten. So, und das ist so eine Sache, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und zweitens will man das gar nicht so oft machen, weil desto länger man das macht, desto länger bleibt der Daumen dann auf der X-Taste und man hat halt nicht mehr die Chance, auf den Stick wieder raufzukommen und dann halt noch vernünftig zu spielen. Ja, was haben wir noch gesehen? Wir waren, davor hey, waren wir noch... Mal kurz zu Black Ops 3. Was ich noch sagen wollte, jetzt hast du mir das kurz ein Konzept gebracht, Alter. Aber da war irgendwas, was ich noch ansprechen wollte, was eigentlich recht wichtig war. Also fand ich jetzt am Spiel. Genau, das Springen würde ich gar nicht so überbewerten. Ich würde es echt nur benutzen, wenn ihr echt Hindernisse überwinden wollt oder vom Gegner fliehen wollt. Was ich echt empfehlen kann, was mir gut gefallen hat, ist das Perk Sliden. Mit Sliden kannst du echt, wenn du die Gegner siehst und es ist eine kleine Deckung, du rutschst an der Deckung vorbei, du kannst nämlich im Sliden schon pre-firen oder halt aus der Hüfte schießen. Das ist ein gutes Feature, das würde ich öfters nutzen wie das Springen oder das Wallrunning. Also Sliden, finde ich, ist bei dem Spiel vielleicht nicht überpowered, aber das ist so die Fähigkeit, die ich nutzen würde. Die bringt euch viel weiter, ihr kommt schnell von den Gegnern weg und ihr könnt auch die Gegner gut umlaufen. Ja, vorher waren wir ja noch bei Rainbow Six. Rainbow Six haben wir uns angeschaut, haben auch mal eine... Ja, das war richtig gut. Also da haben wir eine Runde gespielt. Also ich fand es nur ein bisschen blöder, wir hatten keinen Spielsound. Hattest du Spielsound? Ich hatte Spielsound. Echt? Ja. Du hattest Spielsound? Ich hatte Spielsound. Gut, ich hatte keinen Spielsound, warum auch immer. Das heißt, ich habe nicht gehört, wenn ich schieße, ich habe nicht gehört, wenn irgendwie Gegner kamen.
Ich habe die Alpha ja schon getestet gehabt. Die Alpha hatte ich auf dem PC schon getestet. Und wir haben jetzt auf dem PC gespielt, ne? Das war ein PC mit Xbox-Controller, genau. Ne? Mhm. Ich finde, von der Grafik her hat sich zur Alpha auf jeden Fall was getan. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, es war halt in Ordnung. Mehr konnten wir momentan leider noch nicht testen. Doch, der Mosch, der war eben noch. Genau, ich hatte nämlich einen Slot gewonnen für die EE Community Launch plus Star Wars Slot. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, sag ich mal, die Bodeneinheiten zu spielen. Hatte aber leider doch die A-Karte gezogen, durfte halt dann nur den Flight-Modus testen. Sprich, es war halt so, es war War Thunder in Star Wars Style. Also die Steuerung ist recht gewöhnlich. Ich glaube, ich habe in den drei Runden, die ich gespielt habe, in Zukunft zwei Kills gemacht. Wurde aber zig Dutzend Mal von Gamescore Nummer 14, falls du das siehst. Alter, danke an dich, hat mich nicht mal abgeschossen. Der Gewinner hat ein T-Shirt bekommen. Hätte ich gern gehabt, aber der hat auch nur... Gut, dafür hast du ein Black Ops T-Shirt. Der hat aber auch nur 12 Kills gerissen. Aber wenn das ein Modus von dem Spiel ist, finde ich, wenn das ein Modus von dem Spiel war, finde ich es gut gelungen, weil ich konnte das Menü einsehen, ich konnte halt nur nichts anwählen. Es gab halt zig Menüs, zig Modis, also ich glaube, in einem Menü, wo ich jetzt drin war, habe ich schon allein 18 Modis gesehen, die du spielen konntest. Sogar eins, das hieß... Konntest du gar nicht aus dem Flugzeug raussteigen? Gar nichts? Nein. Ich konnte einen Third und einen Person nehmen und es war halt nur Luftkampf, wie War Thunder halt. Du startest in der Luft bei deinen... Es gab auch keine Einheiten, die am Boden waren. Es gab Einheiten, die am Boden waren, Türme halt, die du halt vernichten musstest, damit du mit deinen TIE Fighters, sag ich mal, näher rankommst, um halt die Stellungen zu zerstören von den... den Rebellen und so, aber so, dass du Bodentruppen, wenn jetzt. Das hat mich ja gestört. Ich dachte, ich hätte jetzt Bodentruppen spielen können, halt so wie bei den ganzen Videos, die man gesehen hat, so ein bisschen Battlefield-like, aber war nicht der Fall. Dafür darf man sich das zu spielen 2 Stunden anstellen, hat mir der Typ von EA gesagt. Das ist der andere Bereich. Ja, gut, das ist natürlich dann der andere Bereich und vielleicht schaffen wir es ja heute noch. Vielleicht schaffen wir ja noch irgendwie, für Star Wars. Ich meine, wir haben jetzt keinen Zeitstress mehr, wir haben das Wichtigste so für uns. Für uns war ja sozusagen Hauptfokus, war ja erstmal so bei Black Ops 3, um uns das mal anzuschauen. Gab noch habe ich am Anfang schon gesagt, gab es noch T-Shirts für jeden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Shirts an alle Tage verteilt sind. Da müssten die hier mit, Alter, 500 LKWs ankommen. Ja, das stimmt, weil, weiß ich auch nicht. Nur für die Presseleute als Gimmick, als halt Werbung machen, ne, kann ich mir das vorstellen, weil, Alter, so, also heute ist es Pressetag in Anführungsstrichen, dass hier sind so viele Leute, wir haben auch schon gerade eine andere Truppe von YouTubern getroffen und Community-Leuten, die haben auch gesagt, so, das ist kein Vergleich zu den letzten Jahren. Also hier hat fast, glaube ich, jeder Lurch einen Presseausweis. So wie wir, ja, genau. Und deswegen glaube ich nicht, also wenn ihr euch Hoffnung macht auf Shirts, Alter, ich glaube, wenn ihr bei den anderen Tagen mit Sauerfilm kommen, Alter, der beste Spieler oder das beste Team kriegt wahrscheinlich welche, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle Tage hier bei den ganzen Besucherstand, der hier kommen wird, dass sie hier Shirts alle verteilen würden. Wäre für Activision, glaube ich, aber ganz gut, weil das Spiel braucht die Werbung. Weil ich glaube, wenn auch einen dritten Flop 3 Jahre am Stück, wäre für die echt, Alter, sehr Schlag in die Magengrube von den Finanzen her. Na, natürlich, klar. Ich meine, jetzt in den letzten Jahren, Advanced Warfare ist... Nicht gefloppt, aber... Ist nicht ganz gefloppt, hat es auf jeden Fall nicht erreicht. Groß hat es besser verkauft. Ja, leider. Ich fand aber Groß noch besser wie AW. Nein. Doch. Ja gut, das ist Geschmackssache. Ja, also wie gesagt, Geschmackssache. Ich fand es nicht so gut. Wie gesagt, AW ist jetzt auch nach einer Zeit ausgelutscht. Mal gucken, wie es mit Black Ops 3 wird. Aber ich denke, Black Ops 3. Ja, Zombie-Modus. Das ist ja noch so. Da kommt noch der Zombie-Modus dazu. Und, das wäre jetzt auch ein Highlight gewesen. Dafür hätten wir uns wahrscheinlich noch mal ein paar Stunden. Da hätte ich mich noch mal für 2-3 Stunden. Ein paar Stunden angestellt. Aber das wäre auch doof für die. Wie willst du das regeln? Nach 5 Runden hört das Spiel auf? Nö, du machst einfach 80 Runden, spielst 6 Stunden. Die anderen warten. Dann hole ich mir den Wegtick dazu und der macht dann die Taktik und dann laufen wir 6 Stunden lang in der Ecke rum. Richtig, genau. Geil. Aber zu Rainbow Six nochmal, nicht, dass ich alle jetzt enttäuscht fühle und jetzt denken, so, okay, weil wir eigentlich größere Zeit Action-Shooter sind oder Action-Shooter auch machen, wir sind aber auch die Taktik-Liebhaber. Und Rainbow Six ist mehr ein Taktik-Shooter. Also wer jetzt da denkt, er kann da loslaufen und durch pre-fire und durch aim. Die Waffen sind, es ist nah am Battlefield gehalten, sag ich mal so vom Waffenfeeling her. Die Waffen verziehen schon, wenn du Double Fire machst, ziehen die ganz schön nach oben. Also es ist echt ein Taktik-Shooter, da kann sich keiner jetzt hier als Rambo versuchen und alleine durchmachen. Also wäre die Kommunikation besser gelaufen mit den Headsets zwischen den Teamkameraden, hätte man auch ein bisschen mehr besser auf Taktik spielen können. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Und jetzt mal so für den ersten Eindruck, wie gesagt, Black Ops, der Mosch mit Star Wars und dann halt noch Rainbow Six. Also, wir werden jetzt halt mal gucken, was wir noch so alles sehen können. Von 1 bis 10 bei jedem Spiel. Ich würde sagen, bei Black Ops hat mich positiv überrascht. Da würde ich so auf jeden Fall eine 9 geben. Black Ops würde ich auch eine 9 geben. Das Einzige, was glaube ich überpowered sein wird, sind die beiden Charaktere Sparrow und Annihilator. Ja, ich muss auch sagen, was vielleicht overpowered sein könnte,
was aber nicht unbedingt so ist. Mann, das ist auch ganz schön laut hier. Ist, finde ich, ich habe den Bogen gespielt, ich habe die Klasse ja, mit dem Bogen gespielt, da habe ich dann mal eben 5 Kills am Stück gemacht. Und das hat wirklich so gerockt. Also für einen selber, das ist natürlich so eine Motivation für einen selber, den dann auch weiterzuspielen. Aber es war schon ziemlich, ziemlich... Der Bogen ist halt so, ich erinnere mich, dass der Christopher nicht aimen kann, aber der Bogen ist halt echt so in einem großen Radius. Also auch wenn der Pfeil, sag ich mal, einen halben Meter am Gegner vorbei fliegen würde, der wird treffen, auf jeden Fall. Der ist auch mit Sprengkopf und allem drum und dran. Ja, das heißt, wenn 2, 3 daneben stehen... hast du alle 3 auf einmal. Ja. Vor allem auch, wenn du den einen triffst, der Pfeil bleibt im Gegner stecken, bis der explodiert und wenn einer daran vorbeiläuft, ist er gleich mit weg. Richtig. Bei den Endlädern ist das gleiche, diese One-Shot-Pistol. Also wenn 3 Leute ineinander stehen, im dümmsten Fall bei zum Beispiel Herrschaft, auf einem Punkt, der kann mit einem Schuss alle wegholen. Und was alle so gehofft, gedacht haben, dass der laufende Minigun Reaper, so der Paul, wer das gar nicht überpowert, ich hatte den 6 oder 7 Mal in einer Runde, der macht zwar seine Kills, aber der ist auch schnell down, also der ist nicht überpowered. Da kann man nicht sagen, dass der irgendwie so überpowered, weil der wurde ja schon überall im Forum geschrieben, boah, mit dem Ding, da stellt sich in die Ecke und mir ist alles weg. Naja, klar. Nee, ist nicht nee, so. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir noch ein bisschen weiterkommen, dass wir die Zeit hier nicht so weiter verstreichen lassen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Merchandise-Shop. Genau, ich muss da werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein paar Bilder machen, vielleicht noch mal ein paar Videos machen, wie das Ganze da so aussieht. Und ich würde sagen, für meinen Bruder habe ich noch was, das ist bestimmt ein Highlight-Film. Basti, Masse! Habt ihr gehört, Masse. Ich würde sagen, bis zum nächsten und Video. Qualität. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Kannst du 2 Mal klatschen? Klatsch einfach 2 Mal. Wie ein Dulli. Guck mal, wie ein Dulli.